Hallo liebe Mutzis, ganz kurze Durchsage, bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Soloprogramm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf den Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Wer das jetzt nicht will abtippen, kann wie gesagt bei den Shownotes, also im Link unten, einfach draufklicken und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Dann legen wir los. Ja. Herzlich willkommen, Michel Gammetaler. Hoi. Hoi. Es ist mir ein Rätsel, wieso du noch nicht in dem Podcast gesehen bist. Ich weiss, es ist meine Schuld. Okay, ja. Ich habe es auch nie erwähnt. Das ist eben, du bist wahrscheinlich zu zurückhaltend. Es gibt einfach so gewisse Sachen, wo ich glaube, zu stolz bin dafür. Und dann gibt es noch so eine Geschichte, wo mir in den Sinn gekommen ist. Es gibt ein ganz grosses Zaubermagazin in Amerika. Ja. Yeah. Das heisst Magic. Super Name für ein Zaubermagazin. Ja. Genau. Und es gibt die Geschichte von einem Zauberer, wo der Chefredakteur gefragt hat, wie kommt man eigentlich aufs Titelbild? Und dann hat der Chefredakteur gesagt, so nicht. Das finde ich super. Das habe ich aber auch mal jemanden, wo ich nicht unbedingt in dem Podcast will haben, habe ich das dann auch mal müssen schreiben. Dem dann? Habe ich müssen schreiben, es sind oft die nicht fragen, wenn sie eingeladen werden. Ja, das ist so. Ja, hat doch schon ein bisschen etwas. Aber bei dir ist einfach, wir haben zu wenig gespielt in den letzten Jahren, weil ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, habe ich wirklich mega oft mit dir gespielt. Also andauernd, ja. Yeah. Und jetzt nur noch an sehr speziellen Venues. So ist es, so ist es. Und darum ist es dann natürlich der Klassiker, die du irgendwie fünfmal in der Woche siehst, sagst so, hey, komm mal vorbei. Mhm. Darum umso schöner, dass du jetzt da bist. Ich finde auch, ja. Yes. Und sogar schon mit dem neuen Konzept. Ja, bestechend. Das Konzept oder der Name? Also viel gut finde ich super, vor allem, also ich hoffe, man sieht das, auch wenn man es nur mal hört. Da ist so ein Neon-Lookalike LED-Schriftzug und der heisst viel gut. Also yeah. Da hat sich jemand etwas überlegt. Da haben wir wirklich Studio-Design, mhm. 101, habe ich mal ein Büchlein gelesen. Was ist das, so 12 Seiten oder so? Es ist zwei Sessel, drei Kameras, ein bisschen Licht und irgendetwas im Hintergrund. Ja. Yes. Und das Konzept ist ja jetzt, dass du fünf viel gut mitgenommen hast. Ich habe bemerkt, ich tue es nicht mehr betiteln mit irgendwie Sachen oder was weiß ich, sondern einfach, es also ist Ding habe ich sowieso nicht mitgebracht. Ich habe mir einfach überlegt, was mich gut fühlen lässt. Absolut. Ja, und dann habe ich mich in der letzten Zeit, wo ich dann gewusst habe, dass der Termin oben ist, im Alltag selber beobachtet und dann mir Notizen gemacht, wenn ich mich jeweils gut gefühlt habe. Aber, okay. Ja, ja. Also es ist sehr, sehr recent feel good. Absolut. Obwohl es Sachen dabei gehabt, wo alt sind. Okay. Ja. Aber weißt du, mich ist so ein bisschen in den Sinn gekommen, wie so die sozialpsychologische Studie, wo man muss auf den Knopf drücken, wenn man nichts denkt oder so. Und dann gibt es Leute, die heben dort einfach drauf den ganzen Tag, weil sie eh nicht viel denken oder so. Aber ja, ich habe gemerkt, es gibt so verschiedene Kleinigkeiten. Ich habe wirklich viel gut bei Kleinigkeiten. Okay. Ja. Also was war das Erste? Das Erste, was mir wirklich in den Sinn kam, ist beim Machen. Yeah. Ja. Ist, ich hole da geschwind ein bisschen aus. Ja. Yeah. Ich gehe irrsinnig gerne in unsere Bibliothek. Ich wohne ja in Uster. Und aha. Uster hat einfach die geilste Bibliothek ever. Die ist 365 Tage im Jahr offen. Und zwar am Morgen um 6 Uhr bis glaube ich um 10 Uhr. Kannst du immer rein. Die heisst Bibliothek Uster. Ja, genau. Yeah. Auch dort haben sie nicht lange um Titel herumgefielt, sondern gesagt, ja, aber ich habe schon auf so Worldwide Statistics, mhm. habe ich
immer in den Top 10 habe ich gesehen, Bibliothek Uster. Ja. und das ist im Fall wirklich mega cool. Du kannst nicht alles selber machen, oder? Also kannst du selber die Bücher nehmen, dann legst du dein Kärtchen auf so einen Tisch, dann blub, dann liest es das, dann knallst du den ganzen Stapel drauf, mal drrrr, und dann hast du es schon ausgelehnt, dann gehst du wieder. Okay. Ja. Und ich dachte, du liest schon das Buch für dich. Nein, das macht es nicht. Ja. Und, aber sie haben wirklich mega viele coole Bücher. Aber ich habe einen Tick. Es gibt ja die Bändeli in den Hardcovers zum zwischen Zeiten legen, wenn so ein Buchbändeli, ja. So ein Zeichen, oder? Und ich habe immer Angst, dass die ausfranseln. Und darum mache ich jeweils ganz zunderst einen kleinen Knopf. Wirklich? Ja. Und das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Ich habe dann immer irgendwie das Gefühl, jetzt haben wir wieder eins von diesen Bändeli gerettet. Und, bist du den Bändeli retten? Ja, und, aber im Fall das Tollste ist, ich habe letztens ein Buch ausgelehnt, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass ich es noch nie gehabt habe. Und dort hat es schon einen Knopf gehabt. Oh, und hat dir das mehr Freude gegeben? Eine riesige Freude. Wirklich? Ja, ich also dachte, da ist noch jemand anderes. Du musst nicht der sein, der das Knöpfchen macht, ins Bändeli, sondern es muss auf den Knopf gemacht werden. Aber es bereitet mir eine grosse Genugtuung. Ich finde dann irgendwie, ist das so wie, man sagt ja auch, so bei einem Film oder bei einem Roman oder bei einer Story, wenn es lose Enden hat. Und ich finde, das macht dort dann so... Das macht Sinn. Es macht den Sack zu. Absolut. Mhm. Es schließt den Kreis. Ja, genau. Das macht die Faden ist komplett. Mhm. Okay. Hast du grundsätzlich so. Ich bin nicht so ein tickreicher Mensch, glaube ich. Eben, nicht so Neurose sonst. Nein, überhaupt nicht. Also, weißt du, ich habe zum Teil auch schon Bücher zwei, drei Tage schon ein bisschen am Lesen gehabt und habe dann erst dann den Knopf gemacht. Ah, hast du aufgespart quasi. Ja, genau. es ist nicht etwas, wo es hat keinen Knopf. Okay. Jetzt muss ich aber bald mal, nein, ich kann es nicht mehr anschauen und so, oder ich verpasse den Zug, will ich nochmal zurück bin, gehe den Knopf machen oder so. Es gibt ja wirklich Leute, die so sind. Ich habe einen Freund von mir, hat mir letztes Jahr angerufen und hat gesagt, hallo, noch will ich fragen, wie es geht. Aber jetzt laufe ich da gerade an eine Party und jetzt habe ich gedacht, habe ich den Herd abgeschaltet? Und er ist wirklich, weißt du, es ist nicht so eine Floskel. Er ist so, er geht da siebenmal zurück und schaut, ob der beschlossen ist. Und ich habe es von Freude gehabt, ihm dort zu sagen, es ist kein aufgeschriebenes Feelgood übrigens, sondern es ist eines, was ich jetzt gerade merke, ihm dort zu sagen, nein, also du hast sicher den Herd abgestellt, obwohl, vielleicht, es besteht eine minimale Chance. Und wenn das so jemandem sagst, das nützt dem nichts. Und Ich habe es im Kleinen mit zum Beispiel Stegentritt. Bei Stegentritt will ich nicht auf eine Fuge. Nur bei Stegentritt willst du nicht auf eine Fuge? Ich finde es grundsätzlich, New York zum Beispiel. New York hat eine ganz, ganz blöde Strassenstruktur, wie sie so, ich würde sagen, das sind so vielleicht 1,40, 1,20 große Quadrat. Ja. Und das geht mit dem Schritt nicht ganz auf. Mm. Das nervt mich auch ein bisschen. Aber also ich bin nicht so neurotisch, dass ich dann finde, du gehst dann auf, du machst nicht den Jack Nicholson Date. Genau. Ja. Aber bei Stegen, es ist mehr Spiel. Es ist natürlich. Mehr so, wie komme ich jetzt, welchen Fuß mache ich zuerst, dass ich dann nachher schön parallel zu den Fugen immer offen oder drauf laufen. Also den Spielaspekt kann ich völlig nachvollziehen. Ja. Ich glaube, wenn du merkst, dass es dann wirklich anfängt, einen grossen Teil von deinem Alltag bestimmen, dann musst du langsam überlegen. Das mit der Trittlänge, ich finde übrigens etwas Herziges, das hat mir mal jemand erzählt, wo einen Praxisraum gehabt hat, wo via Wiese rein bist und die haben dort einzelne Steinplatten in Rasen verlegt. Ja. Und dann hat der Gärtner gedacht, die durchschnittliche Schrittlänge von einer Frau ist X und die durchschnittliche Schrittlänge von einem Mann ist Y und jetzt tun wir das zusammenzählen, nehmen die Hälfte und dann machen wir den Durchschnitt von beidem. Und was gemacht hat, dass die Frauen so gelaufen sind und Männer so also so. Genau von beidem. Genau von beidem, für beide schlecht. So. Ganz schlimm finde ich im Kino. Die Halbtritt, wo dann so ewig lang, wo du wirklich so gefühlt einen halben Marathon laufst, bis dann wieder so einen halben Tritt kommt. Unangenehm. Sehr unangenehm. Und bei alten Häusern, wenn die Stege ein bisschen zu kurz sind. Ja. Das ist auch gefährlich. Da kannst du auch ganz kursig das Fußgelenk brechen oder so. Und ein anderer Kollege, der hat das aber wirklich so ein bisschen, der geht schon in den Alltag rein. Der muss zum Beispiel immer Bilder sortieren, wenn er in einen Raum kommt.
Also mental oder physisch? Mental zum Glück. Gut. Er sagt, er hofft, es geht nie über. Aber es geht aber auch gar nicht, weil er müsste dann mehr Nägel einschlagen, weil er sortiert sie ganz verschieden. Er sagt, er muss sie sortieren. Er schaut alle Bilder in dem Raum an und dann hat er es entweder nach Größe oder nach Farbe oder irgendwie für ihn, dass das so schnell... Also sozusagen, wie würde ich es machen? Genau. Das muss... Okay. Aber das kann dann eben auch, das können dann alle dicht nebeneinander sein. Dann muss man einfach so schnell alle Bilder assessen. Aber ist auch nicht etwas, was stört? Nein, nein. Aber der hat viele Ticks. Der macht dann auch hat viele Ticks. Hm. Okay. Hm. Hm. Das gibt es ja auch bei Stand-Up-Comedians, sind sie innen. Ja. Dass sie nach jedem Wort noch geschwind ja, sagen. Aber es gibt oder, so okay. viel. Und bei mir ist es, glaube ich, so im Dreijahresschritt, wie das immer wieder... Hast du etwas Neues? Ja. Yeah. Hey, und ich finde es unerträglich, eine Aufnahme von einem selber zu schauen, wo man anfängt, okay, zum Beispiel mitzählen. Yeah, genau. Und man könnte sich geißeln. Also, ehrlich, warum habe ich das nicht gemerkt? Es ist wirklich schrecklich. Und dann eben achtest du darauf, das nicht zu machen. Mhm. Und dann schlägt sich ein Neues. Neue ein. Genau, dann kommt eben auf einmal das Ja! Yeah! So. Ich habe gestern jemanden gehört, der ist zwar kein Comedian, aber der hat... eigentlich fast jeder zweite Satz mit in dem Sinn aufgehört. Mm. Mhm. Das sind jetzt Quartalszahlen in dem Sinn. Das ist wie das Deutsche tatsächlich. Tatsächlich, ja. Wenn du dich mal achtest, wie oft tatsächlich gebraucht wird und es eigentlich nie nötig ist. Ja, ich hatte eine Tante, die hat eine Deutsche, die hat immer und so weiter und so fort gesagt. Völlig unnötig. Und dann nehmen wir noch einen Kaffee und so weiter und so fort. Und du denkst... ja, ein bisschen Zucker rein und so weiter und so fort. Wirklich unerträglich. Und dann fängst du es an zu zählen. Also das ist ein Tick, wenn ich bemerke, dass yeah. jemand so ein Wort oder einen Satz immer wieder sagt, dann fange ich an so... Strichli machen. Absolut. Ja, und dann denke ich, hey, wir sind schon bei 15, krass. Ja, ja. Und er ist erst bei Folie 3. Das habe ich bei Regiearbeiten habe ich das auch schon gemacht. Mhm. Und dann bist halt wirklich, damit du es halt eben wirklich beweisen kannst, dass du kannst sagen, du sagst im Fall sehr oft das und das, oder? Mhm. Fährst auch erzählen und irgendwie so bei 35 hörst du dann auf. Das, ja. Das bringt es gar nicht. Nein. Das Programm geht noch eine Stunde. Wie bringst du etwas weg, ohne dass ein Ersatz sich einschleicht? Das ist es eben. Das probiere ich auch immer noch herauszufinden. Es gibt ja, also ich bin ja Komiker und Zauberer. Ja. Und bei Zauberer gibt es im Fall auch einen ganz herzigen Tick. Der ist der Frame sozusagen ausblenden, wo es blitzt. Also wir Zauberer sagen, es blitzt, wenn du siehst, wie es geht. Ja. Also wenn du zum Beispiel so tust, wenn du Münzen in die Hand rein tust, mhm. aber das machst du gar nicht. Mhm. Dann gibt es vielleicht je nach Griff einen Moment, wo du es siehst, wenn du es nicht sauber machst. Ja. Und viele Zauberer üben ja vor dem Spiegel. Und dann fangen sie an, die Augen zu machen, in dem Moment, wo es blitzen könnte. Wie? Ja. Und es gibt jetzt Zauberer, die treten dann auf und bei ihnen blitzt es gar nicht mehr. Yeah. Aber sie machen die Augen immer noch zu. Und sie haben so einen leicht starren Blick, so etwa da hin, weil dort ist der Spiegel gewesen. Und dann machen sie das und das bringst du fast nicht weg. Oh, und es gibt brutal. Eine Methode, die ist, dass es du musst bewusst machen. Also das heisst, dass du dann vielleicht sogar mit einem Ton machst oder so, dass du merkst, jetzt wäre es wieder da gewesen. Und das, etwas, was gross und bewusst ist, das kannst du dir abgewöhnen. Die unbewusste Konditionierung, das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich krass. Und ich finde es auch so herzig, daheim hat es super ausgesehen. und darum ist es viel besser, mit der Videokamera zu üben, weil die Videokamera macht eben nicht Blinzel, oder? Sondern die ja, schaut drauf, die haben nichts. Oder? Genau. Du musst dann einfach schauen, dass wenn du den Film schaust, dass du dann nicht wieder den selber blinzelst. Ja. Yeah. Mm. Ah, krass. Mm. Ist eins von deinen anderen viel gut, hat das noch mit Zauberei zu tun? Ich habe mir einen Moment lang überlegt. Yeah. Ich habe extrem oft das Kartenspiel in den Fingern. Yeah. Aber einfach nur, weil das inzwischen so eine Jahrzehnte alte gewohnt ist. Ich schaue auch immer, wenn ich irgendwie eine Serie schaue, so, habe ich das Kartenspiel in den Fingern. Yeah. Und Gott sei Dank hat Andrea, meine Partnerin, kein Problem damit, dass es macht, oder? Und wenn ich dann ansitze und mir anfange, dann merke ich so, wie andere, die sagen, oh, Chips vergessen, yeah. stehe ich einmal auf und hole mir das Kartenspiel. Eben, aber es ist wahrscheinlich besser als zum Beispiel, ich habe früher noch Fingernägel gehaut. Mm. Jetzt tue ich mega gerne an den Haaren, den drei, die ich habe im Gesicht, tue ich irgendwie rumzupfen. Und
Man das Bartprojekt, das du am Laufen hast, das ist immer zeitlich. Und irgendwie etwas mit den Fingern machen. Mhm. Das ist total super. Ja. Ja. Oder dann halt eben, dann ist Popcorn und Chips und Malteser oder keine Ahnung was. Mhm. Das ist auch nicht nur gut. Aber wenn keins von deinen anderen Feelgood-Sachen mit Zauber zu tun hat, dann möchte ich jetzt noch schnell über Zauberei reden. Also machen wir das. Weil, entgegen vielen anderen aus unserem Business, finde ich Zauberei ja richtig geil. Das erste habe ich offensichtlich sehr gut ignoriert in den letzten Jahren. Ja, nein, also was genau. Aber ich finde Zauberei fürchterlich. aber eigentlich wahnsinnig toll. Ja. Aber was findest du fürchterlich daran? Ach, ich bin immer wieder total vor den Kopf gestoßen, wenn ich merke, wie selbst junge Leute so die alten Zauberklischees so abartig bedienen. Also weißt du, so irgendwelche Pins sich anstecken mit vier Assen oder einem kleinen Häschen, der aus einem Zylinder schaut oder so. Ich finde so, ich komme richtig Zustand über. Ich habe nicht gerne Zauberei, wo mit Gegenständen gemacht wird, wo du weißt, wenn du es anschaust, jawohl, das ist ein Ding, wo einzig und allein aus dem Grund auf die Welt gebracht worden ist, damit man kann einen Zaubertrick damit machen kann. Und es gibt es sonst nie nicht, oder? Und damit es nicht zu fest auffällt, hat man es noch mit Glimmerfolie beklebt oder so. So Zeug kann ich wirklich nicht ausstehen. Ich habe am liebsten Zauberei, wo du das Gefühl hast, es hat eigentlich gar keine Requisiten gehabt. Aber ich selber finde Zauberei ein wahnsinnig cooles Medium und eine tolle Geschichte, um, wenn du das Abendfüllungsprogramm machst, um dort verschiedene Stimmungen und auch so ein bisschen, also man würde vielleicht im Fernsehen von Rubriken reden, oder, dass man dort andere Momente noch kreieren kann. Also ich finde 90 Minuten Stand-up schon noch herausfordernd. Und Zauberei gibt einem einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten auch zur Interaktion. Ja, logisch. Ich finde Zauberei geil, weil es ist ja eben auch sehr oft mit Comedy verbunden. Ja. Und ich verstand genau, was du meinst, mit, wenn es so klar ist, der Zauberstab, der Rente, oder, wo irgendwie noch den Zeugs passiert und so. In so einer Fummelröhre oder so. Und ich habe nicht gerne die poetischen Zaubernummern. Gell? Ja, Schauder. Ah, wo oft immer das Amelie de Montmartre-Lied dazu muss laufen. Ja. Und es wird ganz... Musik, die man sonst nur bei Filmen hört, die irgendwie auf Arte laufen. und darum zum Beispiel, wir haben es schon mal davor gehabt, die Penn & Teller-Sendung, Fool Us, oder? Habe ich, glaube jede Folge geschaut. Ja, ich auch. Es ist so geil. Ja, ich finde, es hat viel auch Schrott, wo du merkst, es ist natürlich dann, es hat dann so etwas... Inzestuöses. Mhm. Also wenn Zauberei erzeugt wird, zum anderen Zauber zu täuschen, dann bist du auf so einer zum Teil ein bisschen schrägen Meta-Ebene. Yeah. Ich finde es aber lässig, man merkt, dass da ein Team dran ist in Fool Us, inklusive den beiden, Penn & Teller. Das ist ja das Konzept, die zwei sind in der Jury und Semien, wie wissen, wie der Trick gemacht worden ist. Genau. Und wenn sie es nicht wissen, dann kommt der andere Trophy über. Genau, dann gibt es einen Pokal. Andere, Die anderen. Yeah. Ja, genau. Und was du aber merkst, ist, manchmal laden sie einfach auch nur einen Act ein, weil sie finden, das ist richtig tolle Zauberei und das wollen wir einfach mal hier in der Sendung haben. Und man weiß, die kennen einander und da wird überhaupt niemand gefühlt in dem Kreis, aber es ist wie so, um der Masse oder am Laienpublikum zu sagen, hey, schau mal, solche Nummern gibt es. Voll. Und das finde ich manchmal recht, recht cool. Und ein Schweizer ist mal dabei gewesen, der dann auch die Trophäe gewonnen hat, oder? Ja, genau. Der Lionel. Ja, genau. Ja, genau. Der Lionel. Ja, ja, also auf jeden Fall, das ist sehr geil. Und darum habe ich so Freude gehabt, als ich am Anfang von meinem Stand-up sein so oft mit dir gespielt habe. Mhm. Weil eben im Backstage immer irgendwie hast du Karten dabei gehabt oder so. Das bei dieser Messe Basel, das ist, glaube ich, wo wir uns sogar kennengelernt haben, bin ich völlig übertrieben freudig zu dir gekommen und habe gesagt, kannst du mir irgendetwas zeigen? So. Und dann habe ich etwas gezeigt. Ja. Ja, super. Und ich habe ihn nicht kennt und ich bin begeistert gesehen. Ah, schön. Darum, ich meine, es ist ja... Vom Party-Trick entwickelt sich ja dann so etwas auf der Bühne. So. Ja, es ist noch schräg. Ich habe letztens in einem glaube einzigen Blog, wo ich lese über Zauberei,
hat die Frage aufgeworfen, ob es ein Äquivalent gibt zu Dad-Jokes in der Zauberei. Yeah. Also sozusagen Dad-Magic. Yeah. Ja, und, sicher die Nase. Ja, und nein, und dann ist, hat jemand die These aufgestellt, dass alle Zauberei Dad-Magic ist. Und ich weiss schon ein bisschen, was gemeint ist. Also ich finde, es Zauberei ist dann cool, für mich einmal, wenn es nicht so den Look how clever I am Aspekt hat. Also yeah. Nicht so, ich bin der grosse so und so. Ich mache es am liebsten so, dass ich eigentlich das lang und breit erkläre, was überhaupt nicht möglich kann sein, weil das so alles Bullshit ist, um es nachher gerade mal selber machen. Yeah. Und das aber mit den Zuschauern und mit dem Publikum zusammen und lustig und interaktiv, und dann habe ich mega Freude. Einer von meinen Lieblingen ist ja der Darren Brown. Mm. Wie findest du den? Ja, er ist natürlich so ein Meilenstein. Es ist einer, der mit ein paar anderen zusammen quasi Zauberei in unser Jahrtausend übergerettet hat. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Weil er eben den Ansatz hatte, er sagt bewusst, das ist eben alles nur Fake und das sind alles nur Tricks. Mm-hmm. Und in dem sagt er aber dann auch wieder falsche Worte. Ja. Er sagt dann eben, ich habe einfach, keine Ahnung, ich habe das ganze Buch auswendig gelernt und darum weiß ich, was auf Seite 195. Er ist wirklich, also oben raus krass. Wirklich. Yeah. Ja. Ich finde ihn auch wirklich, wirklich toll. Und hast du seine TV-Specials geschaut, die er gemacht hat? Ja, also ich muss immer schauen, ich weiss nicht, ob du das Gefühl kennst, aber ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel von einer Person schaue, weil sonst fängt man an, so zu sehr, oh ja, wow, so wird die auch und so, aber weißt du, sogar in meinem Alter, oder? Und, aber so ab und zu mal ein Beispiel, ein Teil oder so, finde ich lässig. Aber ich meine, mit seinen TV-Specials meine ich vor allem mehr die Sachen, wo er ja sowieso soziale Experimente macht, mit versteckter Kamera und so. Ich finde ihn als Bühnenkünstler eigentlich am aufregendsten, eigentlich am coolsten. Ich bin mal live geschaut, in London. In London, ja. Wer hat mir das erzählt? Der Frank. Der Frank ist auch so ein Frank Richter. Ja. Der ist auch so ein Zauberpuff, oder? Ja. Ja, und dann bin ich mit meinem besten Freund gegangen und dann kommt irgendwann die große Hypnosenummer. Oh, und, genau. Und mein Kollege ist für meine Verhältnisse erschreckend lang. Ist er nicht da gewesen. Ja. Und es ist wirklich gut gemacht, weil wenn er dann halt so anfängt mit dem und jetzt fährt es an, jetzt spürt er etwas oder was es auch immer ist, habe ich auch kurz einen Moment gebraucht. Die Leinwand hinten, wo so eine riesige Projektion ist, die tut sich ganz ein bisschen. Tut die sich dann so... Unscharf stellen, oder? Ja, hat so ein bisschen wie so einen Zoom drin. Weißt du, dass irgendwie das von hinten so ein bisschen mehr führen kommt und zurück. Wie der alte Hitchcock-Zoom, oder? Ja. Perspektivisch so ein Wechsel. Ja. Und wenn er dann genau im richtigen Zeitpunkt irgendwie die Hand führen macht und so, dann merkst du, wie die das wirklich so ein bisschen reinzieht. Und dann bin ich aber, ich bin sehr schnell draußen gewesen und mein Kollege ist brutal lang gestorben. Ja, das Ding ist ja, dass das Bühnenhypnose genau auf das abzielt. Also Bühnenhypnose ist ja in den allerwenigsten Fällen echte Hypnose, sondern einfach nicht mehr können aussteigen. Ja. Yeah. Und zwar nicht, weil man hypnotisiert ist, sondern weil man schon so lange committed hat. Absolut. Also, und wenn du, ich weiß auch nicht, wenn du schon ein Publikum von 200 Leuten hast, dann kannst du mit so ein paar einzelnen Kleinigkeiten anfangen und dann merkst du, wer mitkommt und wer nicht. Und dann irgendwann verdichtet es sich und dann hast du noch die 5, die am weitesten gegangen sind. Wenn du die dann auch noch auf die Bühne holst, dann machen die das einfach mit. Und das ist schon noch, ich finde, das hat für mich schon so einen fast so ein Missbrauch-Aspekt. Also es ist mir nicht mehr wohl dann. Das würde ich nicht machen. Nein, ich finde ganz schlimm, finde ich so die Hypnose-Videos, wo dann irgendwie auf einmal fünf als Chicken rumrennen und ja, so. Ja, das ist ja das irgendwie ist wirklich. Gut, vielleicht haben sie das einfach schon immer mal wollen. Ja. Weißt du, also eher so ein Fasnachtsaspekt oder so. kann natürlich sein, dass das der grosse Wunsch gesehen ist, schon immer mal irgendwann an der Firmenparty. Einfach das Huhn rauszulassen. in der Zauberei gibt es ja denen auch noch die ganzen Verbände und all das Zeugs. Mhm. Bist du bei denen auch dabei? Nicht mehr. Also ich finde es super, dass die gibt. Ich glaube einfach, dass das zu einem grossen Teil Leute sind, die das hobbymäßig machen oder halbprofessionell. Mhm. Und also
ich habe dann irgendwann mal gefunden, weißt, wenn ich mich hauptberuflich mit dem beschäftige, dann ist es dann irgendwie für mich komisch am Mittwochabend mit Leuten, die das als Hobby machen. Yeah, also, yeah. Ich meine, es ist nicht überheblich, aber es ist einfach, ich habe nicht so viel davon. Und wenn du mal so ein bisschen in dieser Szene bist, dann kannst du auch Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten, also wie der Comedy-Szene auch. Ohne Verband. Ohne Verband, das brauchst du dann gar nicht. Yeah. Außerdem hat sich ja auch das wahnsinnig verändert. Früher war es ja tatsächlich so gewesen, dass du hast müssen einen Zaubergötti haben und dann bist du ein Jahr lang Kandidat gewesen. Der Magische Ring von der Schweiz hat eine Bibliothek, wo er den Mitgliedern zur Verfügung stellt. Und in der Zeit, wo du Kandidat bist, hast du nur zu einem bestimmten Teil der Bücher Zugriff. Ja, genau. Richtig. Okay. Und, aber das Krasse ist, heute sagt jeder, ja gut, dann bestelle ich es halt selber. Oder? Weißt? Also yeah. Du brauchst wirklich keinen Verband, keinen Club, kein Verein mehr, um ziemlich weit kommen in der Zauberei, wie in allen anderen Sachen auch, weil also YouTube-Tutorials sind ja wirklich zum Teil hochgradig professionell und gut und gründlich und auch in der Zauberei. Ja, ja, ja. Das war vor 15 Jahren noch nicht so gewesen, da ist viel gefrotzelt worden und man hat gesagt, ja, die haben ja dann keine Ahnung, die haben ja dann keine Grundlagen, sie haben dann das Fundament nicht. Das ist ja wie wenn du am Dachfenster zuerst baust und dann erst den Keller in Angriff nimmst und so Zeugs, oder? Aber heute, finde ich, hat es also zum Teil Leute, die extrem gute, gut dafür sorgen, dass der Nachwuchs etwas kann. Mhm. Und zum Teil, also es gibt in Italien, der Jack Nobile zum Beispiel, der hat ist ein Zauberer, der hat 1,4 Millionen Follower. Wow. Okay. Und der macht selber Videos, wo er erklärt, wie es geht, manchmal auch nicht und so. Und du merkst, was der eigentlich für die Zauberei gemacht hat, ist wirklich fantastisch, wie ganz viel. Ich glaube, mehrheitlich Jungs wollen zaubern. Ja, wie bei, viel, zack, wie bei vielen so Sachen. Ja. Okay, den habe ich noch nie gesehen. Ja, nein, natürlich nicht. Es ist, also, es ist auch, weil ich am Italienisch lehren bin. Ich dachte, komm, ich schaue doch etwas, was ich auch sonst würde schauen. Einfach auf Italienisch oder auf Deutsch oder auf Englisch. Klar. Und dann bin ich auf ihn gestoßen. Okay. Ja. Es gibt einen, der zeigt das sehr schön in seinen Tutorials, der Daniel Madison. Ja, Daniel Madison. Ja, den finde ich noch cool. Ja. So. Ja, ist so ein Street-Guy. Genau, so, genau. So ich mag ja die Street, genau, ich mag die Street-Dudes. Ja, genau. Darum sind mein Vater und ich in Vegas auch Chris Angel schauen, was sich als absolute Fehlentscheidung herausgestellt hat. Genau, Chris Angel, wenn du Buchstaben umstellst, gibt es Mega-Flop. Ja. Mit dem sein Street-Shit ist geil gewesen. Super. Aber die Vegas-Show ist nicht so geil gewesen. Ja. Alles zusammengebrochen, wo ihn ausgemacht hat. Und das ist ja eine riesig interessante Diskussion unter den Zauberer. Was dürfen wir und was nicht? Yeah. Oder? Also im Sinn von, darf ich mich irgendwelche Kameratricks benutzen zum Zaubern oder ist das jetzt falsch? Oder? Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, also wenn du also der Peter Marway hat das mal, ich habe die Diskussion mit ihm mal geführt in Stockholm, wo wir am FISM gsi sind, das war der Weltkongress gsi von der Zauberei. Ja, yeah. So und, geil. Ja, völlig, ja. Also, weißt du, das ist wie Comic-Con im Fall, Nerddichte ist aber höher. Und dann hat es eine Zauberin und alle finden, oder? Es ist wirklich schon ein bisschen schräg. Sonst muss man immer Angst haben, wenn man auf Kongress hört, denkt man immer, da gibt es ganz, ganz schlimme Seitensprünge und so. Ja, nein, nicht. Er ist die ganze Nacht mit einer neuen Bekanntschaft auf dem Hotelzimmer gewesen, aber sie haben sich gegenseitig vier Asterix gezeigt. Ja. Dort hat er, also Peter Mawe und ich haben darüber geredet, was dürfen wir im Fernsehen für Methoden benutzen. Yeah. Weißt du, es gibt ja zum Beispiel nur schon die Methode, dass ich zuerst ein kleines Gespräch mit dir führe. Yeah, ja. Dort bringe ich etwas in Erfahrung. Yeah. Und dann filmen wir, wenn ich zu dir sage, hey, mach mal dies, mach mal jenes. Und wenn die Leute das Vorgespräch nicht gesehen haben, dann ist der Trick unglaublich viel heftiger, als wenn sie ihn gesehen haben. Yeah. Das heisst also, ist jetzt das ehrlich oder nicht? Weißt, kann Zauberei ehrlich sein? Wäre es nicht eigentlich ehrlicher, wenn die Leute das Vorgespräch noch geschwind würden mitbekommen? Aber es wirkt halt einfach nicht halb so cool. Und dann hat der Peter gesagt, ja, aber auf einer Bühne würdest du ja auch alle Möglichkeiten, die du hast, nutzen. Ja. Yeah.
Also wenn du eine Falltür hast oder so, dann, und die könntest du brauchen für einen geilen Trick, dann würdest du auch die einsetzen. Und ich finde so, ja, ha, aber irgendwie eben nicht. Also yeah, ich finde es irgendwie, der Uri Geller, der hat unglaublich cool können, also man muss sagen, zaubern, weil er hat keine übersinnliche Kräfte. Er kann er nicht wirklich... Aber was es ist halt, der Wald in mir zeigen. Ach, hab ich's. Aber weißt, es ist ja, er ist ja wahnsinnig oft auch entlarvt worden und so, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Also ich glaube, dort hat man schon gesehen, wie Bubbles funktionieren. Also ich habe mal einen guten Satz gelesen über ihn, wo es irgendwie geheißen hat, wo er in New York in dem Hype rein, wo er gewesen ist, auftreten ist, dann ist irgendwie die Hälfte vom Publikum dort gewesen, zum sehen, dass der Mann das wirklich kann, und die andere Hälfte ist der gewesen, um einen Charlatan gesehen, oder? Und sagen, schau mal, oder? Und sind beide gekommen. Und beide sind bestätigt heimgegangen. Und er hat dort schon mit Kameras geschafft. Er hat viel in so Talkshow-Situationen zum einen der Kameramann gesagt, komm, zoom an, damit wirklich Zuschauer alles sehen. Aber was eigentlich passiert ist, ist, dass der Frame kleiner geworden ist und er außerhalb von dem Frame hat können Sachen parat machen und zurechtlegen und wegbringen. Wo du dann nicht gesehen hast, oder? Und darum, also... Und ich persönlich finde, Zauberei muss so am Fernsehen stattfinden, dass du das gleiche Erlebnis auch live kannst haben. Finde ich auch geil. Und das hat eben der Chris Angel nicht eingelöst. Oder? Nein, definitiv Das ist der nicht. Grund, warum er in Las Vegas nicht funktioniert hat. Ja, weil sie haben dann einfach 11-mal den gleichen Bühnentrick gemacht. Das ist wirklich... Und es ist halt Diskussion gesehen, ist Copperfield oder Chris Angel. Ja, eben, mein Vater ist für Copperfield gesehen. Und ich habe gefunden, ja, aber der hat irgendwie ein bisschen zu viele Inseln. Und, zu viele Inseln, ja, genau. Und ja, das ist eine komische Geschichte da. Und Chris Angel. Und bei der anderen Diskussion hat aber er den dürfen auswählen. Man hat gesagt, eine von diesen zwei Shows wähle ich und eine von den anderen zwei Shows wählst du. Und auch dort ist die falsche Entscheidung gewesen. No, so. Er hat gewählt Cirque du Soleil statt, mein Vorschlag, Puppetry of Penis. Okay, ich kann mir vorstellen, dass dein Vater lieber O möchte. Ja, und er hat es dann auch ein bisschen bereut. Ja. Also er hat gedacht, Puppetry of Penis wäre wahrscheinlich lustiger gewesen. Ich finde, Sich das Soleil sollte man eigentlich schon in Las Vegas sehen. Ja, yeah, 20 Minuten. Kannst nicht eine Show machen, wo du sagst, da sind 20 Minuten. Dann kannst du ja mehr Shows machen. Ja. Kannst ja viel mehr Leute pro Tag. Und machst ich habe zwar 12, 20 Minuten Shows. Das Beatles-Tribute, was sie gemacht haben, Love. Also das ist, wenn du auf dem richtigen Sessel gewesen bist, ist das gewesen, wie so high werden ohne Drogen. Also ich habe das den Knaller gefunden. Etwas vom Besten, was ich je gesehen habe. Es glaube ich schon. Ja. Ich meine, es ist ja auch wahnsinnig eindrücklich, aber es hat einfach so eine Spannungskurve, die einfach so heftig runtergeht. Weil einfach, wenn zum ersten Mal jemand aus 20 Metern, in dem Fall bei O ist ja Wasser, in so einen Pool reingumpt nach 7 Trapeztricks, dann bist du so, wow! Und nach einer Stunde findest du, oh, nochmal jemand. Und nochmal jemand. Ja, ich weiss, was du meinst. Und USA hilft dir natürlich. Ich habe so eine Maxi-Mango-Slushy mit Wodka drin, habe ich können schlürfen. Und mein Vater hat nach 20 Minuten gepennt. Also wirklich, er ist eingepennt. Sehr lustig. Nein, aber darum Chris Angel dort nicht so. Aber was ich schön finde, ist, dass das alles also ein bisschen offener geworden ist. Dass zum Beispiel auch du sagst, es ist geil, dass es so Tutorials gibt. Total. So. Weil, wo es noch der Typ gegeben hat mit der Maske, der Zauberer mit der Maske. Der große Aufschrei, ja. Da sind ja alle stinkehässig gesehen, dass irgendein Dude zeigt, wie Tricks funktionieren. Und ich glaube, ich habe das irgendwann mal müssen wie anfangen schnallen. Es gibt verschiedene Gründe, warum das Leute Zauberei schauen wollen. Yeah. Und jeder von denen ist vollkommen legitim. Zum Beispiel gibt es die, die sagen, nein, ich will es gar nicht wissen. Yeah. Nein, weißt, ich finde es so schön, wieder mit Kinderaugen glänzig und so. Ja, finde ich total schön. Also das ist doch lässig, wenn du das machst. Und andere, die gehen eher so mit so einem Puzzle
Hintergrund, absolut. Oder? Jetzt ja. Wollen wir herausfinden, wie es geht. Und die, die sind ja genauso intrigued und unterhalten wie die anderen. Mhm. Und das ist ja total super. Das habe ich gehabt mit dem Hans Klock. Ja, genau. Weil der Hans Klock ist mal in der Fernsehsendung von meinem Vater auftreten. Mhm. Und ich bin, in dieser Sendung bin ich im Publikum gesehen. Ja. Und da habe ich eben gedacht, oh, ich bin im Studio und ich bin 6 oder so, gell? Oder 7 vielleicht. Nein, ich bin sogar älter gesehen. Warte jetzt, es ist sicher 10. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich werde wissen, wie es funktioniert. Ja. Ich sitze ja hier im Studio. Und? Das war vielleicht bei Uri Geller, war es vielleicht so gesehen? Wenn du sagst, eben, dass der Frame wird... Ja, aber man muss mal vorstellen, die anderen sind natürlich dann auch mega weit weg. Klar. Und jeder schaut dort an. Es ist einfach die wie sagen wir denn, das Paradox, dass je näher du anzoomst, umso weniger eigentlich siehst. Das ist bei den Fernsehzuschauern passiert. Aber die anderen, die lassen sich ja normal ablenken. Ja. Er hat dann irgendwie weh, mich dunkt, die Prämisse, dass eine Kamera sich nicht lässt ablenken. Ausgenutzt. Ja. Also ich habe es natürlich dort nicht herausgefunden. Mein Vater hat aber, weil er ja die Sendung moderiert hat, gewusst, wie es funktioniert. Und dann ein Tutorial gemacht. Und dann hat er mir ein Video gemacht, wo er eine Maske anzieht. Nein. Und ich I buy it. Nein, sondern wir haben einen Deal gehabt. Er hat gesagt, er sagt es mir sicher nicht. Ich habe mit ihm ausgehandelt, wenn ich es herausfinde, dass er es mir bestätigt. Oh, okay. So. Und das ist jetzt seit vielen, vielen Jahren euer Gesprächsthema. Ein halbes Jahr später. Ja. Hast du es dann gehabt? Ja. So herzlich. Das ist wirklich mein fucking Puzzle gesehen. Ja, natürlich. Also es hat einen Puzzle-Aspekt. Also viele Zauberer puzzeln auch gern. Ja. Ja. Oder überhaupt irgendwelche Rätsel, Riddles, whatever. Oder? Ja, mega geil. Gut, haben wir noch ein bisschen über Zauberei geredet? Ja, haben wir. Hockst du ab? Ich das in meinem Kopf drin, auf jeden Fall abhökle. Und ich weiß nicht, ob es noch etwas gibt zum Knopf in der Buchbinde. Nein, aber also, wenn je jemand ein Buch in der Hand hat, wo es einen Knopf drin hat, ist die Chance gross, dass ich das Buch auch schon mal in der Hand habe. Also sicher in Uster? Definitiv. Aber sonst gehst du nicht so in die Bibliothek. Uster ist deine. Uster ist meine Hood-Bibliothek. Okay. Ja. Weil du viel und gern lesest. Ja. Ja. Mhm. Kreuz und quer. Ja, eigentlich schon, glaube ich. Also was ich nicht so gerne habe, ist, ich habe nicht gerne Krimireihen. Ah, wirklich? Nein, das finde ich mega langweilig. wenn ich ein Buch umdrehe und da steht der 7. Fall vom Kommissar, dann gehe ich schon fast weg. Und ich finde auch so, wenn es irgendwie heisst, die Kommissarin so und so wird geweckt am Morgen um 4 Uhr, hat es einen grausigen Fund gegeben im Hafenviertel oder Barber und so, dann denke ich schon, ach Gott. Nein, also wirklich so Krimi und Thriller langweilen mir recht. Aber sonst schaust du auch nicht Tatort in diesem Fall? Wirklich nicht. Also ich habe, glaube ich, als Kind das letzte Mal Tatort geschaut. Als Kind? Ja. Mega gut. Ja, genau. Ich darf wach bleiben, so in dem Stil. Also wirklich. Und nachher, je älter ich geworden bin, habe ich gemerkt, ich muss da, glaube ich, gar nicht wach bleiben. Es ist einfach nicht so meins. Ja. Okay. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktuelles Programm Zero hat noch mal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josa Brizza und Teddy Hall. Also könnt schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Gut, dann kommen wir doch zum Feelgood Nummer 2. Gut. <Ja. lacht> Muss man mal. Ja, mir ist aufgefallen, dass was mir ein wahnsinnig gutes Gefühl bereitet, ist, wenn ich Zeit kann blockieren und dann die auch blockiert lassen. Für nichts. Ich finde, in unserem Beruf hat man so Tendenz, dass wenn jemand sagt, hey, du hast dann und dann das Datum, könntest du den und den Auftritt haben, dass du sagst, bin ich frei dann? Und dann schaust du und dann sagst, ja genau, super, ja genau, das machen wir, oder? Mhm. Und weil
wir wissen ja im Gegensatz zu Leuten, die eine Festanstellung haben oder so, oder klare Arbeitsstunden, wissen wir nicht genau, was wir nächstes Jahr vielleicht Ende August machen. Oder vielleicht auch erst übernächstes Jahr Ende August. Aber es ist kein Job wirklich sicher. Mhm. Also, die Leute sagen ja, ist das nicht ein bisschen risikoreich, so ein Beruf? Und dann denke ich, nicht viel risikoreicher als Wizz Air Pilot oder Börsenmakler. Aber für die Leute und für einen selber auch ist es ja so, dass du denkst, man muss schauen, dass das läuft, oder? Absolut. Und dann Zeit zu reservieren und sagen, da machen wir jetzt mal, weil wir ja so wunderbar selbstbestimmt ja eigentlich sind, sagen, hey, nächstes Jahr machen wir 5 Wochen nichts oder 2 Monate nichts. Und das dann auch wirklich zu behalten. Und nicht zu denken, das machen wir dann mal. Ja. Weil dann muss ja dann nur irgendeine Anfrage kommen, die in der dritten von diesen 6 Wochen ist. Und man denkt, ja. Absolut. Es wäre schon schlau, das jetzt zu machen, will und so. Und das dann durchzuheben. Weil das ist das letzte von diesen Feelgoods, wo mir heute auffallen ist. Weil wir haben erst gerade jetzt so einen 4 Wochen geblockt und es ist schon eine Anfrage gekommen. Und dann hat Andrea so gesagt, Und dann gesagt, nein, einfach nicht. Das ziehen wir jetzt durch, oder? Wieso verhackst du das so und dann ist das schon wieder ein paar Zeit. Das ist ja ein Vor- und Nachteil an der Schweiz. Weil in der Schweiz kannst du ja jeden Gig, wenn du frei bist, wahrscheinlich jeden Gig warmen. Ja. Also es gibt ja nie ein Problem mit irgendwie. Kannst du nicht sagen, nein, dann bin ich gerade im Westen. Genau. Ja. Und das wird zeitlich knapp. Oder? Eigentlich sogar am gleichen Tag schaffst du es zum Teil. Und das ist aber auch ein bisschen der Nachteil, wenn ich dann höre, wie zum Beispiel bei deutschen KollegInnen, dort ist ja oft umgekehrt gedacht, von Anfang an. Mhm. Dort wird ja dann ein ganz klares Fenster definiert, wo man reinbucht. Ja. Ja. Und wir müssen ja eigentlich ein Mietfenster machen, wo man nichts reinbucht. Ja, genau. Und dort ist es so, okay, Oktober bis Mitte Dezember, das ist das Fenster, wo, und dann wird dort reingebucht und dann wird geschaut, dass das Routing einigermaßen aufgeht und so. Und nachher ist dann auch wieder off. Ja, und bei uns ist es eben völlig wurscht, ob das Routing ist, oder? Weil, also, wenn ich mir sage, was, dort hat man, was, 1:50 zum dort hinfahren? Und dann denke ich an mich eben, deutsche Künstlerinnen und Künstler, die brauchen so lange, bis sie auf dem äußeren Ring sind von ihrer Stadt. Oder? Genau. Und und dann hat man so das Gefühl, nein und so. Und das ist, finde ich, ein tolles Gefühl, ein Gefühl von auch so ein bisschen Vertrauen. Mhm. Und vor allem die Erkenntnis, dass das ja oft dann auch einfach zu einem anderen Datum gleich irgendwann klappt. Ja, und auch die Erkenntnis, dass, also, was ich mal lustig, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit der Künstlerin, die gesagt hat, ja, aber weißt du, wenn ich absage, dann werde ich dann vielleicht nicht mehr gefragt. Im Gegenteil. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber wenn du jetzt dort ja schon einen Auftritt hättest, dann würdest du ja sagen, ich bin schon besetzt, oder? Also, ohne, dass du irgendwie Angst hättest, aber zu sagen, nein, ich will dort nichts. Mhm. Oder? Aber dann sag doch einfach, bist du schon besetzt. Also du bist dann halt mit dir selber besetzt. Ja, logisch. Ja. Schon verpflichtet. Ja. Nein, und darum, finde ich wirklich ein tolles Gefühl. Das verstand ich extrem. Ja. Das habe ich einmal wie erzwungen gehabt, als ich 4 Monate reisen. Ja. Dort musst du dann halt einfach sagen, geht nicht. Und dort stresst es dich am Anfang eben noch, dass irgendwie noch eine Anfrage reinkommt, wo du musst sagen, nein, es geht nicht. Das geht auch nicht. Und dann merkst du aber, dafür ist dann eigentlich ab dem Moment, wo ich zurückkomme, ist einfach schon voll. Ja, dann genau. Dann ist so viel am Laufen, weil irgendwie eben ein paar sagen sogar, also man verschiebt das Datum, andere fragen dich halt eben ein Jahr drauf vielleicht wieder. Ja, genau. So. Richtig. Und ich habe mir auch probiert anzugewöhnen, eben so ein bisschen das umzudenken und wenn du den Blocker hast, zu sagen, dort ist es einfach nicht und mehr aktiv Daten vorzuschlagen, wo man sagt, da könnte man. Ja, genau. Was natürlich bei Firmen alles nicht geht, aber jetzt alles andere also, solo. Wenn es nicht ihr Jubiläum ist, wo es dann nächstes Jahr halt das 51. dich buchen. Ja. dann ist es nicht so schlimm. Nein, ich finde auch. Das heisst, das hast du jetzt, seit wann machst du das? Also wann ist der Umdenkmoment gekommen? Also es ist natürlich eine Zeit lang
wir erinnern uns vage an 2020, 2021. Yeah. Yeah. Dort hat man ja sowieso ganz andere Fragen gehabt. Das ist ja auch umgekehrt. Genau. Und jetzt, merke ich so, nein, irgendwie, es bringt wie nichts, das nicht zu machen. Es gibt ja auch noch im Kleinen. Ich finde, was ich bei mir immer wieder feststelle, ist, wenn du, sagen wir mal, so am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag einen Auftritt gehabt hast, und dann kommst du irgendwie, weiss ich nicht, wie spät die Nacht heim und hast dadurch, dass du auch noch gefahren bist und noch, hast vielleicht noch eine Probe gehabt und hast noch aufbauen und abbauen müssen und alles so Zeugs, hast in 4 Tagen irrsinnig viel geschafft. Aber ich behandle meinen Montag immer noch so wie einen ganz normalen, wie soll ich sagen, wie wenn ein Montag halt Montag wäre. Yeah. Oder? Und ich finde, im Prinzip müsste man sich dann als Künstler Tage bestimmen, wo dann halt das Wochenende ersetzt. Was brutal schwierig ist, weil alle anderen haben ja Montag. Genau. Alle anderen wenden auch und die Leute dann an und die schicken dann Mails und so. Und das haben wir, also das wäre sozusagen die kleine Variante von diesen 4 Wochen oder von diesen 5 Wochen oder von diesen 2 Monaten, dass man sagt, und das haben wir auch wieder mehr angefangen, dass man sagt, komm, schau jetzt mal den nächsten Monat an, wann können wir so einzelne Nichtstage reinhängen, wo wir dann auch wirklich einfach nicht rum sind. Yeah. Und das ist extrem super. Ja, weil das ist ja das, was so schwierig ist zu verstehen, bis man es selber mal macht, das eigene Chef sein, wie es immer so schön heisst, oder? Tönt ja so nach einem absoluten Traum, oder? Aber das Problem ist, der eigene Chef ist ja noch viel strenger als jeder Chef, den man sonst jemals gehabt hat. Ja, das also ist wenn man es mal dort anbringt, dass das dann läuft und funktioniert. Man ist so gewöhnt, dass man alles aus sich selber muss schöpfen muss. Die ganze Motivation, der Grund, warum dass man morgen aufsteht und warum dass man jetzt das doch noch macht und warum dass man dort jetzt noch etwas schreibt oder tut. Das kommt ja alles aus einem selber. Genau. Und ja, ich weiß schon, was du meinst. Und das ist dann eigentlich die Schwierigkeit. Ich habe das im Kleinen, dass ich zum Beispiel, ich probiere, ich schaffe es auch nicht immer, aber die erste Stunde vom Tag ist nichts. Ja, super. Ja. Also wirklich halt einfach nichts heisst, vielleicht ein Kaffee. Ein bisschen Insta, ein bisschen. Nein. Eben nicht. Nein. Das Handy auf jeden Fall. Ein bisschen Mails schreiben. Ein bisschen Text redigieren, aber sonst nichts. Ja. Und auf irgendeinen Spaziergang. Das ist sehr, sehr schlau. Ja. Am Rie oder irgendwie so. Und jetzt zum Beispiel gestern habe ich mir so einen gegeben. Habe ich auch einfach irgendwie. Habe ich gefunden, ich rum jetzt noch alles aus dem Auto, das ich im Auto hatte. Und habe ich gefunden, so, und jetzt kommt eben eine Stunde nichts. Dann bin ich ein Glas geholt bei meiner Gelateria um die Ecke, die knapp noch offen hatte. Dann bin ich einfach mit dem Glas im Rhein entlang gelaufen. Das ist einfach super. Und habe ganz bewusst gefunden, ja, das ist jetzt einfach nicht. Ja. Aber es ist sehr selten, weil eben immer denkst du, aber ich könnte ja noch. Und das hätten wir auch noch. Was ich wirklich lustig finde, ist, wie unglaublich viel ich erledige kurz vor so einem Nichts. Jetzt mache ich dann gerade nichts, nur noch geschwind das. Yeah. Und nur noch geschwind das, und dann können wir noch nichts machen. Es ist grauenhaft. Genau, weil wenn du mal in diesem Modus bist, ist es sehr schwierig zum rauskommen. Das ist krass. Aber die selbsterlegte Nichtphase auch als das auszukosten, super, ist sehr geil. Ja. Ich finde, das ist im Fall auch noch interessant, wenn du hörst von Leuten, die aufhören zu rauchen. Dass sie plötzlich keine Pause mehr haben. Natürlich, ja. Dass sie sagen, ich habe keinen Grund mehr, einfach mal geschwind ein bisschen vor die Haustür zu stehen. 10 Minuten. Yeah. Dabei könntest du es ja machen. Yeah, du kannst einfach dort stehen, ohne kippen. Easy. Aber das macht man dann nicht. Und das ist eigentlich schon noch schräg, dass man so ein Vehikel braucht, um mal geschwind nichts. Absolut. Weil, man könnte immer... irgendetwas und man muss immer noch irgendetwas und so. Und aus dem rauszukommen, nicht immer so einfach. Ja. Okay, das heisst, das macht ihr jetzt. Was gibt es denn so in diesen 4 Wochen? Das nicht. Ist nicht so wichtig. Wirklich nicht. Ja, also wir gehen gerne irgendwo hin, also weiß ich wo, einfach so, wo wir noch nicht gewesen sind und wenn man ein bisschen länger ist, also wir sind zum Beispiel auch mal, weißt du, so eine klassische Städtereisen-Destination wie Lissabon, wo normale Menschen 3 bis 4 Tage gehen, sind wir auch mal 2 Wochen gegangen. Wirklich? Ja. Gut, das 2 Wochen? Ja. Fucking great. Es war extrem super gewesen. Weil vor allem auch so, es hat ja so Sachen, wo du denkst, oh, es hat jetzt gerade viele Leute, oder?
ja, aber übermorgen sind wir auch noch da und übermorgen auch noch und yeah, sonst gehen wir halt nächste Woche und so. Und das ist total entspannt gewesen. Ja, du tust ja eigentlich, wahrscheinlich tust du ja dann, was du eben sonst in 4 Tage reinpackst, ja, tust du einfach so ein bisschen ausdehnen. Ja, das heißt, genau, du hast noch ein bisschen weniger Stress. Ja. Und wir haben dann zum Teil so einen Park gefunden, wo irgendwie kein Mensch hingeht. Also, yeah. Und er war so mit wunderbaren Bäumen und hatte so eine grosse Glaskuppel gehabt, wo so ein altes Gewächshaus war, wo aber irgendwie jede siebte Scheibe ist ein Fäng eingeschlagen war. Völlig so, mhm, so surreale Umgebung. Yeah. Und er hat einen Nachmittag lang auf der Wiese hocken und Knöpfe-Büchbändchen machen. Das ist wirklich super. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, langgezogene Zeit ist cool. Ja, es gibt ja die eine Friends-Folge, wo der eine, der Ross, der ist dort frisch arbeitslos und es stresst ihn so, dass er arbeitslos ist. Weil er so findet, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was alles machen, oder? Weil ich bin, jetzt, wo man mal alles ja, kann. Ja. Und das, ich bin heute schon bei der Post gesehen, dann habe ich die Kleider zur Reinigung gebracht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich Staub gesucht, so, oder? Ja. Und der Joey, der Schauspieler ist und ja, immer Zeit hat, ja, dann sagt so, wow, wow, wow. Du hast jetzt gerade eine Woche beschrieben. Weißt du? Das ist auch so lustig bei meinem Vater, weißt, der irgendwie über 80 ist, wo sagt so, du wüsstest ihr schon, wegen über nächste Woche, wir müssen auch ein bisschen planen. Und du denkst so, what? Das ist lustig, wenn die Zeit so dehnbar und so völlig zusammenknäuelbar ist. Oder? Mhm. Ich hätte so eine analoge Stundenanzeige, die ich jetzt auf meinem Schreibtisch habe. Ah, okay. Also du meinst eine Uhr? Nein, aber nicht so. Es ist ganz stupid. Es ist wirklich für Kinder gemacht eigentlich. Wo einfach, du hast nur 0 bis 60. Aha, okay. Und du kannst es aufdrehen, irgendetwas von 0 bis 60 und dann ist alles grün, wenn du bis 60 bist. Und dann wird es immer weniger grün. Ah, und dann kannst du dir sagen, ich arbeite jetzt so und so lange. Ja. Das ist das Pomodoro-Ding, einfach mit bis zu 60 als Möglichkeit. Ja, irgendwie einfach analog. Ja. Also halt einfach, dass du nicht irgendwie eben nochmal irgendein Device musst in die Hand nehmen, ja, oder was weiß ich. Und das einfach in aller Ruhe und auch nicht stressig. Hast du einen Wecker? Nein. Das haben wir schon ganz lange. Ich finde den Wecker super. Yeah. Ja. Nein, da habe ich noch das Handy. Und ich habe eben nicht. Ich habe es nicht wollen. Und ich habe mir dann müssen pimpen. Ich habe einen. Was hast du noch? Hast du noch so kleine Neonlichtchen dran? Nein. Ich habe gefunden, dass wenn ich dort oben drauf tippe, dann leuchtet er ja auf, damit ich sehe, wie spät das ist, oder? Mhm. Und ich habe das zu hell gefunden. Dann habe ich in einem Theater ein Stückchen roten Filter genommen, wo man normalerweise für Gymwerfen benutzt. Dann haben wir das dort vorne abgeklebt. Jetzt ist es in einer Intensität, die mich nicht weckt. Und dann habe ich das Löchli, wo der Lautsprecher ist, wo das Bibi-Bip kommt, habe ich mir noch ein mit ein paar Tesafilmchen ein bisschen abgeklebt, dass es nicht so laut ist. Und jetzt ist er wirklich exakt meine Ansprüche entsprechend perfekt. Das ist so herzig, wenn man sich mit so kleinen Sachen sich eben noch ein bisschen optimiert. So. Genau. Kommen wir mal zu viel gut? 3. Also, jetzt wird es trivial, okay? Ja. Ich liebe Butter. Oh, ich verstand ich so fest. Ja, und ich finde Butter einfach, also, wenn jemand sagt, was darf nie in deinem Kühlschrank fehlen? Weißt du, es gibt doch eine solche. Ja, ja. Dann denke ich mir, ja, also Butter. Das ist meine vierte Frage. Ja, genau. Es ist wirklich so, wir essen relativ oft vegetarisch bis vegan. Ja. Ich bin ein Omnivor inzwischen, Fleisch ist viel, viel seltener. Yeah. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste auf vegan umstellen, yeah, ich glaube, ich breche das an, weil das ja andere Leute auch arbeiten, aber yeah, beim Butter. Hui. Butter finde ich wirklich ein schwieriges Thema. Verstand ich. Ja. Also weißt, ich finde es wirklich toll, wenn man so, hast du das mal gesehen vom Jochen Malmsheimer? Wurstbrot. Das muss mal, ja, wie geht Wurstbrot? Und er sagt ja dann, gute Butter. Ja. Daumendick, gute Butter. Und ich finde so, ja genau. Yeah. Es, beim ersten Abbiss ist es jetzt nachher so ausgesehen, wie wenn du beim Dental
was ich untersuche, einen Gebissabdruck gemacht hast, so muss es aussehen. Ja. Dann finde ich, Butter ist einfach der Knaller. Auf gutem Brot, ich drehe durch. Butter und vor allem in eigentlich allen Konsistenzen. Ich finde auch geschmolzene Butter, finde ich Weltklasse. Ja, absolut. Monte au Beurre. Ja. Kochen mit Butter. Ich meine, wenn der dann eben so die richtig hohen Gastro-Leute, wenn du siehst, wie die kochen, das ist ja, das Geheimnis ist, es ist oft immer ein Kilo Butter. Ja, genau. Egal was. Richtig. Ich habe letztens eine Tomatensauce gemacht, zu selber gemachten Gnocchi. Andrea hat Gnocchi gemacht, ich habe Tomatensauce gemacht. Und dann habe ich eine gesehen, die eben so funktioniert hat, dass man am Schluss noch Butter reingeschossen hat. Und das ist jetzt nicht so italienisch, oder? Aber und gleich, weil die Italiener geschissen haben. Come on, muss man jetzt da wirklich, soll ich jetzt da, ich mache schon eine sehr gute Tomatensauce, aber es ist fanatisch geil gewesen. Yeah. So fein. Ja, Butter ist wirklich der Killer. Ja, ich habe mal eine Bolognese gekocht, und dann hat ein Kollege, der Italiener ist, hat gesagt, probier mal. Weil ich bis erst am Kochen gesehen, oder? Dann hat gesagt, ja. Und dann hat gesagt, hast du schon die Parmesan-Rinde reingeschmissen. Und es fehlt noch ein bisschen. Dann hat er gesagt, eigentlich Zucker, aber Ketchup. Ja, natürlich. Und ich, was? Ja. Jede Nonna, weißt du, wenn es heisst, à la Nonna. Ja, genau. Das ist Ketchup. Heinz. Du musst einfach noch so eine richtig deftige Spritz Ketchup drin und danach ist es eine geile Familie. Ja, das ist sehr lustig. Ja. Aber Butter verstand ich sehr fest. Auch eben, wenn man denkt, man will weniger Fleisch, weniger Fleischprodukte, weniger tierische Produkte. Ist bei mir mit, wirklich, habe ich auch schon gedacht, bei Käse stand ich Pizza, ganz schwierig. Bei Butter stand ich und bei Eier. Ja, genau. Das geht mir genau gleich. Das ist wirklich schwierig. Mhm. Und auch, also ich habe auch schon aus Cashew-Nuts hergestellten Camembert oder so. Yeah. Und dann denkst du, ich trotzdem der andere. So. Dann kommt mal ein richtiger Camembert. Ja, also genau. Fast das ist das internationale Zeichen für einen reifen Camembert. Das hast du jetzt gesehen. Also die das jetzt nur hören, der hat jetzt so einen König der Frosch Imitation in die Luft gemacht. Das ist Camembert. Ja, das ist Camembert, ja genau. Das ist ja noch mit dem C, es geht perfekt auf. Ja. Okay, Butter. Unterschreibe ich. Ja. Viel gut Nummer 4. Muss ich mir überlegen. Ah ja, das ist herzig. Wir haben sie vorher von Hunden. Ja. Yeah. Also für die sich jetzt nicht mehr erinnern können, es war, bevor wir anfangen haben aufzunehmen. Und wir haben einen kleinen Hund. Das ist ein Bichon Frisé. Kannst du mal so einen suchen? Ich weiß, wie er aussieht. Aber du musst einen suchen, der ein bisschen wuschelig aussieht. Es gibt solche, also gerade so in Asien werden die zum Teil... Zu Frisé. Die sehen dann aus wie so fehl gewordene Ballontierchen. Und das ist wirklich schrecklich. Ja, genau. Richtig. Und wir haben einen, der mehr so ein wuschelig aussieht. Der gerade bei... Ja, warte jetzt, ganz links... zweite Reihe. Ja. Unser sieht ziemlich genauso aus. Ja. Wenn er gerade frisch gestylt ist. Er ist ein cooler Sack. Wirklich, er heisst Norris, wie der Chuck Norris. Ja. Und wir Hunde sind ja sehr rituell und wir auch. Also ich habe gerne Sachen, die immer gleich ablaufen. Und wir tun immer am Morgen, Andrea und ich, sie trinkt einen Tee, ich trinke einen Kaffee und der Norris sitzt Bier auf dem Schoß. Yeah. Und was mich wirklich fasziniert an der Andrea, ist, dass ich immer mit ihr kann reden. Also ich meine, etwas zu reden haben. Yeah. Also, es ist endlos. Yeah. Also wir haben einfach endlose Diskussionen, aber also im positiven Sinn. Yeah. Über x Themen können wir miteinander reden. Und manchmal, also kommt sie total verpennt und zwei Sätze später, als erstes am Tag, sind wir schon in einer weiss ich nicht was für eine Diskussion. Und was eben so herzig ist, er sitzt dort so auf ihrem Schoß und ist sehr aufmerksam, der Norris. Yeah. Aber dann fängt er, und das finde ich, das ist mein Feelgood-Moment dann fängt er an, mit der Zeit so wegbrümmeln. Also weißt du, er fängt so langsam an, so ein bisschen einschlafen. Schon die erste Schlafphase vom Tag. Und dann kommt er mir immer vor, wie so ein Onkel an einem Familienfest, der so nach dem Mittag auch noch ein bisschen bei den Leuten ist. Ja. Aber eigentlich ist er am Wegknacken.
Und das finde ich so schön, wenn er dort so immer wieder probiert und du merkst, irgendwann muss er einfach liegen, weil er einfach, es ist ihm einfach noch, ja, er muss dann nochmal schlafen. Ja. Es ist so herzig. Ja, man ist ja immer erstaunt, wie viele Hunde am Tag eigentlich schlafen. Unglaublich. Und ich habe früher immer gemeint, das sind Katzen und Hunde nicht so viel, aber nein, die stehen dann an die nichts nachher. Wirklich. Und ist das bevor du dann das erste Gassi gemacht hast? Nein. Es ist immer, ich gehe schon mit ihm raus und dann... Und dann hat man ja eben schon etwas gemacht. Ja, genau. Dann ist man wieder bei schlafen. Ja. Nein, er ist wirklich cool. Er kommt auch an jeden Auftritt mit, wo abendfüllend ist. Mhm. Und wartet in der Garderobe. Und das Coole ist, er weiss genau, wenn Pause ist. Ja. Also sprich, wenn man in der Pause in die Garderobe reinkommt, dann begrüßt er einen nicht gleich, weil er weiss, er geht eh wieder. Yeah. Und wenn man dann nach der Vorstellung reingeht, dann ist er so, mir kommt es manchmal vor, wenn er würde sagen, und? Ja. Gut gelaufen? Weißt du? Das ist wirklich super. Das erste Mal haben wir mitgenommen im Kofmel in Solothurn. Ja. Und er ist wirklich so als Mini-Welpe, hat sie noch, also die Andrea fährt damals meine Shows. Ja. Auch. Und dann ist er so also zwischen... Technisch, ja. Ist er zwischen Tonpult und Lichtpult auf dem Bauch, auf dem Rücken gelegen, so mit dem Bauch in die Luft. Ja. Und im Schlussapplaus mit Musik und alles und rhythmisches Klatschen und so, hat er geschlafen dort. Und dann haben wir gewusst, ja... Der ist gut für das. Das ist ein Tourhund. Ja. Er ist auch am 1. August, weißt du, wenn Feuerwerke sind, dann sitzt er bei mir und schaut auch ein bisschen. Wirklich, total. Ich hoffe, es bleibt so. Es gibt Hunde, die das dann irgendwann mal nicht mehr vertragen, aber er bis jetzt ist, wenn es irgendwo klopft, dann schaut er uns so an. Wieso? Sind ihr es gesehen? Nein, eher so, müssen wir jetzt beunruhigt sein. Yeah. Und dann wenn wir völlig normal weitermachen, dann ist er so, offensichtlich nicht. Yeah. Und dann chillt er es. Gut, dann haben sie den richtigen Namen gegeben. Norris, ja genau. Mir hat letzte Zuschauerin nach der Vorstellung gesagt, Norris wie Chuck Norris. Und dann habe ich gesagt, ja genau. Und dann hat sie gesagt, es gibt im Fall ganz viel Flachwitz über den Chuck Norris. Und dann hast du gesagt, nein. Nein. Und dann habe ich die nachlesen. Nein, dann habe ich gesagt, so ein bisschen empört, hey, du weißt schon, dass der Chuck Norris gestorben ist. Und dann sagt sie, was? Ich sagte, ja, aber es geht ihm schon ein bisschen besser. Und das ist ja auch einer von denen. Und das ist mein Lieblings-Chuck Norris-Witz. Immer dann, wenn Leute mir das mitteilen. Und sie war so betreten, gewesen, einen Moment lang. Ja, ja, ja. Und nachher so in dieser verwitscht. In dem Zustand, das war lustig. Ja, Norris passt super zu ihm. Bei Norris war ich mittlerweile eher Formel 1 bedingt beim Lando Norris. Das ist ein Formel 1 Fahrer. Okay, siehst du. Alles, was so in diesem Bereich geht, Sport, Tennis, Fußball, ist okay, dann macht es bei mir so. Keine Ahnung, aber nicht einmal ansatzweise. Wirklich, also ich bin ja schon ein paar Mal an der Wochenshow, weißt du, bei der Franziska von Grüningen. Wochenrundshow. Wochenrundshow, genau, wo man dann irgendwie so Fragen gestellt bekommt. Ja, mal moderiert. Ja, genau. Und dann lese ich immer wie verrückt die ganze Presse. Nur den Sport lasse ich aus, weil ich bringe es nicht an. Ja, aber also das Gemeine ist dort dann auch bei diesen Fragen, weil man ja wirklich wahnsinnig viele Fragen braucht zu der Woche, ist dann halt auch wirklich ab Frage 3, ist es einfach so, wer hat gewonnen bei dem Eishockey-Match, der am Dienstag war, in der zweiten Liga, so gefühlt. Weißt? Ja, genau. Und von denen hast du dann etwa 10, weil sonst kommst du gar nicht auf so viele Fragen. Ja, genau. Und das Gleiche also im Entertainment-Bereich, wo ich zum Beispiel noch eher bewandt bin, hatte ich von denen Fragen, also sprich, ich bin ja schon zweimal zu Gast gesehen, ist dann noch schwierig zu wissen, wer jetzt entweder irgendwie sich gerade getrennt hat oder wer hat nochmal eine grosse Tournee angekündigt. Weißt du, einfach so irgendetwas. Ja. Das heißt, es kann Rolling Stone sein, aber es kann auch, weiß doch auch nicht. Jennifer Lopez sein, also weißt du, so... Ja, völlig. Genau, kann ich eine Auswahl haben, genau, und die hilft dir aber auch nicht weiter, so, ja. Und bei den Sportsachen ist es etwas Gleiche. Mm. Es ist verdammt schwierig, dort alles auf Trab zu halten. Okay, der Norris, wie alt ist er? 5 wird er. Ja. Ich finde einfach, das kann man ja auch falsch verstehen, die Aussage, aber es ist wirklich genauso. Ich finde, Haustiere machen einfach wohnlich. Ja. Yeah.
Also wenn du in einem Raum bist, wo irgendwo ein Büsi noch immer schläft, dann ist der Raum einfach gerade besser. Oder wenn du, wenn ich irgendwie noch immer sitze und etwas lese und da unten nagt ein Hund am Knochen, das ist einfach total gemütlich, ich finde das super. Und hast du früher schon Hunde gehabt? Oder ist das? Ja, wir haben schon als Kind wir haben einen Cocker Spaniel gehabt. Oder wie mein kleiner Sohn dann mal gesagt hat, wo er das Bild gesehen hat, er will auch mal einen Cocktail-Spanier. Das ist schön. Super. Wir hatten mal einen Lakoto gehabt. Das sind da die Trüffelsuchhunde. Ah, ja. Ein unglaublich nervöses Viech. Nervös? Ja, wahnsinnig. Der Nori ist wirklich ein total entspannter. Ja. Aber es ist vielleicht auch am Namen gelegen. Also der Norris ist vielleicht entspannt, weil er Norris heisst. Und der Lakoto hat Jojo geheissen. Okay. Ja. Genau, das sind genau so. Ja, die sind auch hart. Die sind auch mega cool. Wirklich super. Hunde sind super. Ich habe mega gerne Hunde. Mir ist auch völlig gleich. Es gibt Leute, die sagen, ja, die kleinen Hunde, das sind gar keine richtigen Hunde. Ich finde, moll, aber im Fall hallo. Wirklich. Also mir ist völlig gleich, ob einer mini klein ist oder ob es ein deutscher Doggen ist. Hunde sind einfach mega lässig. Aber so die Riesenhunde. Mhm. Machen schon Eindruck. Also es ist oft so, ja, so geil, weil du kriegst dann wirklich so eine Teddybären-XXL-Gefühl. Weißt, vor allem, wenn sie dann noch so lange Haare haben und was weiß ich, dann bist du wirklich so, boah. Wahnsinn. Und was ich so herzig finde, ist, wie Hunde abgehen auf Stimme und auf Stimmlage. Yeah. Da kommt so ein Riesengerät, oder? Ja. Wo du denkst, ah, genau für den sind die Schilder vor sich, vor dem Hund und so überhaupt designt worden. Und dann sagst du zu dem so, du bist ja ganz ein Schöner. Und dann werden die so, ja, das bin ich. Und dann, was ich immer so super finde, ist, wenn sie so an einem anlehnen beim Sitzen und mit einer Pfote auf dem Fuß stehen von einem, wie sie so bei einem sitzen. Ja, ja. Ich finde Hunde super. Hunde sind mega lustig. Und was ich eben schön finde, ist so, du bist einer davon, der Fabio Lander, der Büssi, und es gibt sicher noch mehr, wo ich es einfach noch nicht so mitgekriegt habe, aber eben so der Tourhund tut sich immer wie mehr etablieren. So, ja. Das finde ich noch geil. Ja, ist herzig. Weil es hat sich ja auch aufgeweicht, dass irgendwie in den meisten Geschäften kannst du mittlerweile auch mit Hund arbeiten. Ja, das finde ich super. Das ist alles ein bisschen easier als auch schon. Ja, total. Und das merkst du auch, also es ist ja lässig, wenn du an einen Auftrittsort wieder ankommst und dann vielleicht das dritte Mal ankommst. Yeah. Und dann merkst du schon, wie dort das Team so, ah, der Norris ist auch wieder da, hallo und so. Und das ist mega schön. Yeah. Ja, ich habe es jetzt auch gerade mega schön gefunden, dass wir über Hunde geredet haben. Mhm. Weil, so ein bisschen melancholisch natürlich, der eine Familienhund jetzt gerade leider gestorben ist. Bei so, euch? Ja. Was ist denn das für eine? Das war ein Tibet-Terrier, ist das gesehen. Können wir da jetzt auch mal ein Bild haben? Ja. Auch mega viel Fall. So. Also ist der Hund von meiner Mutter gesehen. Halt im Tibet. Ja. Jö. So. Ja. Also das ist natürlich, das zweite Bild, das sind gerade sehr lange. Ja. Das sind gerade sehr lange Haare. Aber so wie ganz rechts da zum Beispiel. Oder also, genau. Ah, warte, also jetzt liegt das. Das ist es. Achtung, dort wo Home steht. Siehst du das? Ja. Ziemlich so. Ah, so, ja. So hat er ausgesehen. Ja, das ist wirklich der beste Hund gesehen. Es ist schon wahnsinnig, wenn du denkst, wie viele Hunde gibt es und wie viele von denen der beste sind. Ja, ja, logisch. Ja, nein, cool. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Heartbreak gesehen. Mhm. Aber drum. Wann ist das? Wie lange ist das her? 2 Wochen oder so. Hey, ich finde es unerträglich, die Vorstellung. Ja, es ist wirklich. Also, du ein Familienmitglied. Ja, es ist wirklich. Und das Schlimme ist ja, man weiß es, wenn man, wenn man sich zutut. Ja, blöd it gesagt. Comes with a price. Ja, ja. Ja, ja nein, es ist wirklich brutal. Ich habe gerade mit einer älteren Bekannten geredet, die hat ein Hündchen, das jetzt irgendwie 13 ist. Und du weißt, ich meine, das ist schon super. Mhm. Und dann habe ich so aber gesagt, wie alt werden denn die? Und dann sagt sie, sie sind auf 20. Und du weißt so, ich weiß jetzt nicht, ob das, aber ja. Ja, das ist krass. Ja, darum eben, mega schön, wenn du sagst, dass jeder Tag so auch so ein bisschen das Ritual hat oder so. Einfach geniessen. Ja, total. Einfach geniessen. Total. Jetzt haben wir schon 4 gehabt, gell? Ja. Also, dann kommen wir zum 5. und letzten. Wenn wir es von diesen Ritualen haben, was ich wahnsinnig angenehm finde.
ist vor allen anderen aufstehen. Ui, du verlierst mich. Aber ja, ich bin gespannt. Nein, es ist wirklich noch, da verlierst du mich, ist sehr lustig. Nein, das wäre, also wenn du jetzt ein Teil von unserer Familie wärst, würde ich das im Fall sehr schön finden, zu wissen, dass du noch irgendwo in einem Zimmer pennst. Weil es funktioniert nur so. Mit Etappen. Ja, also weißt du, also ich weiss nicht, ob das ein Anfang ist von seniler Bettflucht oder ob ich einfach in einem Stadium vom Leben angekommen bin, wo ich meistens genug geschlafen habe. Also ich finde, schlimm ist ja, nimmst du auch noch Wasser? Okay. Ja, wenn man eigentlich noch länger schlafen möchte, aber es geht nicht. Ja. Bei mir ist es nicht so, ich habe wirklich genug geschlafen und dann verwache ich. Und meistens ist es so, dass ich, es ist eigentlich wurscht, ob ich um 2:30 ins Bett gehe oder um 11. Yeah. Irgendwie so 8, spätestens 8:30 oder so, finde ich so, ach, jetzt meistens schon 7:30, finde ich so, jetzt ist gut. Und bist du erlernt in dem Fall, schon mal grundsätzlich? Das habe ich aber früher nicht gedacht. Ich habe früher schief und fest behauptet, ich sage ein Nachtmensch, aber yeah. Nein. Das habe ich nicht. Ich glaube schon, dass es schön ist für mich. Der Morgen ist super, oder? Yeah. Und das Tolle ist, ich stehe dann auf und dann, weißt du, so ein triviales Zeug, wenn man so Läden aufmachen, vielleicht den Geschirrspüler ausräumen, mhm. Vielleicht noch die beiden Weingläser vom Vorabend, mhm. Wo man ja von Hand abwäscht. Von Hand abwaschen. Und dann so den ersten Kaffee machen und dann ein Buch nehmen. Und andererseits, und vielleicht gar noch nicht lesen, sondern zuerst noch den Kaffee trinken. Und das ist alles nur darum so toll, weil man spürt, dass da ja in den anderen Zimmern, irgendwie vielleicht der Sohn von der Andrea ist noch am Pennen und bei uns ist der Andrea und der Noris sind am Knacken und, yeah. Und ich bin dort vorne und habe einfach nichts. Yeah. Das ist mega super. Das finde ich mega schön. Und von was für einer Zeitspanne reden wir da? Das kann zwischen einer halben Stunde bis zwei Stunden sein, je nachdem. Okay, aber es ist dann egal, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Mir fällt gleich. Irgendwann kommen sie dann. Ja. Yeah. Dann hörst du, wie es anfängt, so rumpeln und tun und so. Dann merke ich, ah, jetzt wird der Rest auch wach. Mhm. Und das finde ich total schön. Und meistens kommt dann als erstes der Noris um die Ecke. Und es ist ja schon lustig, dass ein Hund einem kann Guten Morgen sagen kann. Yeah. Ja. Du merkst richtig, also seine ganze Körpersprache ist «Morgen!» das ist super. Und dann sitzt Andrea mal geschwind an und ist noch so verhudelt. Also das ist ja etwas, was ich mega schön finde an Leuten, die man liebt. Oder? Yeah. Dass wenn die so, wie so Fünfjährige, es fehlt nur noch irgendwie so ein Plüschtier, wo so einen Arm hebt, weißt du? Und dann so um die Ecke schlurft. Bist du schon wach? Weißt du, so, ja, yeah. Und du hast gut geschlafen. Das ist super, das finde ich mega schön. Ich kenne das Gefühl mehr von der... Von der anderen Perspektive. Genau. Mhm. Ich bin mehr der, der dann irgendwann noch dazukommt. So. Mhm. Hat sich auch schon bessert. Ja. Aber ich verstand das Gefühl von... die ganz, ganz seltenen Momente, wo man wirklich früh muss aufstehen muss. Weil man irgendwann einen Termin hat und man muss noch zwei Stunden Auto fahren bis dahin. Weißt du, irgendwie so, oder? Und du stehst auf, bevor alles andere aufsteht, mhm. gibt es ein Gefühl von Power. So, was gibt's denn? Ja. Ja, aber so, also nicht der Weltherrscher. Nicht, ja, ja. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich soll ein Selbstoptimierungsbuch schreiben. Ja. Get up before everybody else. Ja, 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 aber das ist ja, ja oft in denen. Ja, genau. Und die sind dann so. Ich habe das mal einen Moment lang probiert. Dann mal schnell 70 Kilometer rennen. Ja, genau. Und dann noch 1000 Vokabeln lernen. Und genau, dann, und Eisbad und dann ja. Von der Tag erst da. Ja, genau. So. Dann, und was du dann schon alles gemacht hast. Und es ist erst 17:45. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Nein, das, also, ich finde es einfach schön können, das finde ich wirklich einer von den wahnsinnigen Vorteilen, so viel eigentlich schlafen, wie sich es gerade richtig anfühlt. Mhm. Also in 100 Fällen, von 100 Mal muss ich für einmal einen Wecker stellen, das ist schon ein unglaublicher Luxus. Das ist geil, ja. Das ist beeindruckend. Ja. Und dann stellst du ihn mit... Mit abgeklebtem Alarm. Ein bisschen abgeklebtem Alarmlicht und, ja, genau. Und Ton. Mhm. Aber im Fall ist im Fall recht noch trippig. Ich verwache meistens, bevor der Wecker läutet. Auch wenn ich ihn ganz fest früh stelle. Ja. Also das kenne ich aber. Ja. Das kenne ich. Ist doch schon noch schräg. Wie das Unterbewusstsein, was macht.
Ja, sehr schön verschrieben. Aber es ist die innere Uhr, wo irgendwie... Ja. Der Mann von meiner Mutter, der hat mir mal gesagt, wenn er ins Bett geht, er fühlt sich wie ein, weil ich bin eben nicht so ein Morgenmensch, oder? Und er ist am Morgen, wer hat's gedacht? Ich erzähle dir Sachen in deinem Podcast, die mir nie gedacht hat. Deep. Ja. Mhm. Hast du gewusst, dass Chuck Norris ganz viel so Flachwitz, egal. Ich bin nicht so ein Morgenmensch und er ist ein wahnsinniger Morgenmensch. So. Und das ist vor allem, wo wir halt noch eben wie zusammen gewohnt haben, ist das zum Teil ein bisschen anstrengend gesehen, dass halt, wenn er so am Sonntag, am 8:30 am Morgen, hat er gefunden, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, zum alle Hemmli glätten mit dem mega geilen Glätteisen, wo so richtig pssst, pssst, so, oder? Super. Und dann hat er mir aber erklärt, wie er eben so ein Morgenmensch kann sein. Mhm. Er sieht sich als so eine Federe, und zwar so eine Bettfedere, weißt du so. Aha, okay. Mhm. Und die wird, wenn er ins Bett geht, wird die so zusammengedruckt. So richtig, zack, dann ist es ein kompaktes Ding. Und der Moment, wo der Wecker läutet, oder eben, wo er oft aufwacht, macht es BIM, die springt wieder auf. Die ganze Energie ist wieder da. So, und ich habe das immer eine schöne Umschreibung gefunden, wo ich dachte, ich bin dann voll irgendwie also ein nicht ganz fertig gekochtes Spaghetti oder so. Spaghetto. Ja, genau. Das heißt so, du musst eigentlich immer so ein bisschen lang ziehen. Du schaffst nicht. Es, hast du lang, bis du gegangen kommst? Weniger als auch schon. Ja. Weniger als auch schon. Aber eben so mit so diesen kleinen Ritualen und so funktioniert es auch viel besser. Freundschaft, da bin ich nicht. Noch nie in den Gang gesehen und gleich schon gestresst. Uff. Ich sehe, wenn ich aufgestanden bin und dann habe ich irgendwie das Handy in die Hand genommen und irgendwie 37 Messages und da, weil ich natürlich auch schon eher spät für den Tag aufgestanden bin. Und das ist dann ganz schlechte Mischung, weil aus dem Stress kommst du nie mehr raus, aber in den Gang kommst du irgendwie auch nicht wirklich. Ja. Aber es ist deutlich weniger schlimm als früher noch. Also früher in den Gang kommen ist sehr schwierig gewesen. Aber ja, das hat eben wieder den Vorteil vom und auch vom eigenen Chef sein und so. Aha, ja, absolut, ja. Weil für mich ist Schule zum Beispiel jetzt nicht etwas gesehen, was ich mega geil gefunden habe. Da hast du mich wieder, ja. Ich habe Schule so schlimm gefunden. Und das ist ja dann wirklich der konstante Ist-Zustand, dass eben du... Müssen. Ja, du kommst nicht in den Gang. Und es gibt für dich auch keinen Grund, in den Gang zu kommen, weißt? Und das hat, glaube ich, nochmal so viel ausgemacht, dass dann halt einfach irgendwie, ja, jetzt ist halt auch schon 22:30, wie man irgendwie dreieinhalb komische Stunden von, was weiß ich, von Fächer hatte und irgendwie, Wie hast du das, also hast du mal wiederholt? Ah, ja. Nein, okay. Sprich, ich habe zweimal wiederholt und beim dritten Mal habe ich halt nicht mehr können wiederholen. Mhm. Und somit habe ich dann keine Abschlusskategorie Abgang ohne. Abgang ohne? Hey, ja. Aber schau jetzt. Ja, es hat dann irgendwie vor eineinhalb Jahren so, hat es dann so einen G&G-Bericht gegeben. Das war selbst vor einem Jahr gesehen. Mit irgendwie, haben sie mich gefragt, ob ich dort Auskunft geben will zu dem Thema grundsätzlich, weil das ist irgendwie, das ist alles um Schule gegangen. Ah, ich glaube, letzter Schulstart. So, oder? Und einen Tag ist eben gesehen, Leute, die keinen Abschluss haben. Und dann ist es wirklich so gesehen, Johnny Depp, Iris Berben und Joel von Mutzenbech. Super. Sehr, sehr schön. Und da habe ich gefunden, also, dass ich mal mit diesen Leuten kann genannt werden kann. In einem Atemzug. Ja. Und da haben wir halt wirklich so eine Geschichte gemacht, wenn ich so bei meiner alten Schule irgendwie so durchs Fenster schaue, wo ich früher noch Schule hatte und alles schlimm gesehen ist. Ich habe das im Fall bis heute so, es ist ja ab und zu mal ist ja ein Veranstaltungsort in der Comedy- oder Kleinkunstszene ein Singsaal oder eine Aula oder so. Und da kommt man so ein Schulzimmer überall als Garderobe manchmal. Ja. Yeah. Das ist beklemmend. Hast du das auch? Natürlich. Ich, also ich...
nicht gern. Also, yeah. Und ich denke, warum eigentlich nicht? Weil eigentlich bin ich ein, und ich würde dich auch so einschätzen, eine wissbegierige Person, weißt, die gern etwas lernt und erfahrt. Oder? Ja, aber eben nach eigenem Gusto. Ja, ja, und nach eigenen Regeln. Ja, genau. Das und Rhythmen. Das ist gemein. Mm. Dass dann halt, wenn dich etwas interessiert, dann kannst du super fest in das eintauchen. Ja. Und bist dann auf einmal so halb Expert auf diesem Gebiet. Und nachher merkst du, es ist nicht einmal im Lehrplan 21. Genau. Ja. Und ich glaube, das Gemeine ist aber auch, weißt du, von Leuten, die dann studiert haben, hast du studiert? Mm-mm. Also, von Leuten, die studiert haben, hörst du dann wie das Gegenteil. Und das ist ja dann aber auch, ich meine, schau mal die Universitäten an, schau mal, was das für geile Gebäude sind und was dort alles noch drumherum hast. Mhm. Und dann denke ich so, es ist nur so schon Studentenverbindungen, oder? Wo da ja, und irgendwie, dann bist du auch mal in so einem Studi-Lokal, hast du auch mal irgendwie einen Auftritt gehabt oder bist mal ein Konzert schauen mit jemandem. Ja. Und dann denkst du so, wahrscheinlich ist so, die ganze akademische Laufbahn ist wirklich so, du musst zuerst durch den Shit und eben entweder bist du für den gemacht und du hast das eh schon gern und dann ist die Uni umso mehr noch die Belohnung, so, jetzt hast du noch das dazu und für andere ist so, jetzt wird es aber wenigstens noch ein bisschen geil. Ja, also ich hab nach der Schule noch das KV gemacht. Ja. Finde ich super, dass ich das hier gemacht habe. Ja. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dort irgendwie Zeit vertrödelt, weil also nur, ich sage manchmal, nur schon das Zehnfingersystem hat sich gelohnt, weißt du? So. Kannst du mit allen Zehn? Ja, ja. Okay. Und das ist einfach super. Oder eben, ich glaube, es war gut gewesen. Aber nachher habe ich so zwei, drei Jahre das Gefühl gehabt, ich will auch als kaufmännisch arbeiten und so. Aber irgendwann hat es mir dann einfach wirklich gemerkt, nein, jetzt muss ich wirklich das machen. Jetzt will ich das mal ausprobieren, Zauberer zu werden. Und ich bin mega froh, dass ich es ausprobiert habe. Wie alt bist du gesehen? Ja, so 4, 25. Okay, und dort hast du gesagt, so, jetzt probier es. Ja. Hast du ein Zeitlimit gegeben? Nein, ich habe als letzten vernünftigen Beruf bin ich Barkeeper gewesen. Sehr vernünftig. Ja, in Zürich im Hotel Ascot, wo es nicht mehr gibt, in der Turf Bar. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, hey, was mache ich da eigentlich? Jetzt muss ich wirklich, jetzt probierst du das mal. Und dann habe ich einfach so von Hebklepp und gesagt, so, jetzt bin ich Zauberer. Mhm. Was völlig absurd ist. Aber ich glaube, es war einfach auch der richtige Moment gewesen, um das zu machen. Und es hätte auch nicht können funktionieren. Aber diese Geschichte soll einer einmal erzählt werden. wie hat sich das denn einfach zusammensetzen, dass du vom Sagen, ich bin jetzt Zauberer, dann effektiv hast können Zauberer sein? Ja, indem ich auf mir auch nicht mehr ganz plausiblen Wegen immer wieder mal irgendwie einen Auftritt bekommen. Ich habe nur Close-Up-Zauberei gemacht. Ich bin nur an den Tisch oder von Grüppli zu Grüppli gegangen und ich habe eigentlich gemeint, ich mache nur das. Mhm. Ja, also dann können wir die Geschichte vielleicht trotzdem geschwind anfangen. Ich habe als Teenager auch mir selber relativ weit Jonglieren beigebracht. Ja. Yeah. Und dann hat es dort, wo ich aufgewachsen bin, in Dietlik einen Jonglierclub gehabt. Und dort habe ich mitjongliert. Ein Jonglierclub? Mhm. Wow. Wie spezifisch. Ja, massiv, ja. Und sie, die den gegründet hat, zusammen mit ihrem Freund dort, ist nachher die Managerin geworden von Ursus Nadeschkin. Ah, ja. Yeah. Und eigentlich praktisch so gefühlt ein paar Wochen, nachdem ich gefunden habe, ich werde jetzt Zauberer, laufe ich wieder in die BA rein und ich sage so, schon lange nicht mehr gesehen. Und sie, was machst denn du jetzt? Oder? Wir haben uns nicht mehr gesehen. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt Zauberer. Und dann habe ich gesagt, und du? Und dann sagt sie, ich habe jetzt gerade das Management übernommen von Ursus Nadeschkin. Und ich, Ursus und was, oder? Also noch nie gehört, also dort sind sie auch noch nicht so bekannt gewesen. Und dann hat sie gesagt, komm ins Millers Studio. Dort machen die Theatervarieté mit ganz vielen verschiedenen Künstlern. Und Nadja ist gerade mit einem Zauberer zusammen. Den müsstest du mal kennenlernen. Und das ist dann mein Bühnenpartner geworden. Wirklich? So, also wirklich so. Wow. Das hättest du nicht können so wählen. Es ist einfach passiert, oder?
Und das war der Christoph Bohrer von Biel. Und der hat dann gefunden, ja, aber Close-Up schon gut, aber du müsstest auf die Bühne. Mhm. Und dann haben wir zusammen ein Stück gemacht. Ich bin nach Biel gezügelt, wirklich so, weißt du, völlig. Sogar? Ja. Ich habe 4,5 Jahre in Biel gewohnt. Nein. Ja. Und das ist super gewesen. Ah, krass. Mhm. Ja, mega schön. Ja. Und das dann habe ich angefangen, Solo zu arbeiten. Weil ich dann bin ich Vater geworden. Also, Vater geworden, das klingt immer sowieso. Oh, hoppla. dann habe ich aber gefunden, ich möchte nicht mehr so in Deutschland und Österreich und weiss ich nicht, wo überall noch rumziehen. Weil der Christoph hat vorher mit einer anderen Bühnenformation überall dort gespielt. Wir haben dort mit unserer wieder hin können. So. Ja, klar. Und dann habe ich dann das erste Mal so im Sphäre in Zürich. Weißt du, eine Bar, Bauch, Bühne, hat es eine offene Bühne gegeben, mhm, von Ursus und Adeskin. Mhm. Dann habe ich am Urs angerufen und gesagt, du, kann ich da mal ein paar Nummern ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann ist schon jemand vom Schweizer Fernsehen da gewesen. Da habe ich können im Comedy aus dem Casino, wo dort noch der Thiel moderiert hat. Ja. Yeah. Gerade mit diesen Nummern auftreten. Krass. Und Bea hat mich angefangen, so ein bisschen vermitteln. Yeah. Hat dann irgendwann mal gesagt, machst du mal noch ein Abendfüllend. Und ja, und so hat es ein nach andere gegeben. Eigentlich ist alles so passiert. Was ja auch mega schön ist. Mm. Weil ich habe das Gefühl, oft muss es ja auch einfach so passieren. Mm-hmm. Weil wenn du jetzt fest einen Plan zurechtlegst, ja, dann kann der ja nur schief gehen. Irgendwie schon, ja. Und ich glaube auch, also, dass es wichtig ist, dass ich das auch so verstehe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, das ist meiner wahnsinnigen Genialität geschuldet, dass das jetzt so gelaufen ist, sondern es hat einfach immer wieder so einen Moment gegeben, wo es gerade so gestumme hat. Wo und du aber dann gleich auch... Wo ich dann haben können erfüllen, yeah, aber trotzdem. Also es hat müssen passieren. Mhm. Und darum, also ich finde, wenn man... ja, also ich bin 98 das erste Mal öffentlich auf der Bühne gestanden. Mhm. Und seitdem lebe ich von dem. Und das ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Und eben sogar jetzt schon an dem Punkt, wo man sagt, man muss sich auch mal Zeit, mhm, Zeit wegblocken. Mhm, genau. Ja. Mega schön. Los, wir haben lange gebraucht, bis du das erste Mal da gewesen bist. Ich hoffe, wir haben nicht so lange bis zum zweiten Mal. Würde mich auch sehr freuen. Wenn du wieder willst kommen? Unbedingt. Sehr gerne. Und wir sehen uns am nächsten grossartigen Event. Ja. Das ist sehr, sehr lustig. Wo wir zusammen auftreten. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Gleichfalls. Alles Liebe. Danke vielmals. Und danke, Christoph. Bis bald. Merci, Christoph. Peace.